Ich habe meine komplette Wohnung per Apple HomeKit Smart gemacht. Welche Geräte ich eingebaut habe und was ich auch vielleicht anders machen würde, schauen wir uns jetzt an. Let's go! Also, starten wir direkt mit Level 1, mit einem Hub. In unserem Fall ist das ein HomePod Mini. Perfekt, weil er als Steuerzentrale mit Sprachassistenten dient und perfekt in das Apple Ökosystem passt. Ich habe in jedem Zimmer ein bis zwei, aber zum Beispiel ein Apple TV kann auch als ein Hub dienen. Und mit einem Hub können wir direkt auf Level 2 aufsteigen. Und zwar zu den smarten Lichtern. Und da gibt es drei verschiedene Varianten. Die erste Variante sind die smarten Glühbirnen, zum Beispiel die von Philips Hue, die über eine Bridge mit Apple HomeKit verbunden sind. Oder die GU10 von Nanoleaf, die über Meta laufen. Vorteil ist, dass wir jede einzelne dimmen können und zum Beispiel auch bei den GU10 die Farbe anpassen können. Der Nachteil ist der Preis, gerade wenn ich hier im Bad 8 Stück von den GU10 brauche. Und sie gehen im Normalfall früher als zum Beispiel ein smarter Lichtschalter kaputt. Aber das ist die zweite Variante, ein smarter Lichtschalter. Hier haben wir einen von der Marke Eve, bei dem wir den ganzen Schalter austauschen. In vielen Fällen ist das zum Beispiel, wie schon erwähnt, aus Kostengründen oder auch von der Verschaltung sinnvoller. Als Beispiel, die smarten Glühbirnen brauchen eine dauerhafte Stromzufuhr, um zu dem Hub, Bridge oder WLAN senden zu können. Falls wir aber dann den Lichtschalter betätigen, haben die Glühbirnen keinen Strom und können somit auch nicht mehr senden. Kommen wir jetzt zu der dritten Variante, zum Beispiel das E-Flare-Licht. Die Kugel bringt so eine entspannte, ambiente Stimmung mit. Man kann sie überall mitnehmen, da sie auch einen Akku hat. Und die Helligkeit und Farbe kann man auch direkt am Licht steuern, was ich super finde. Ein weiteres Beispiel für die Variante ist ein smarter LED-Streifen, zum Beispiel der von Groove unter dem Schreibtisch oder der von Nanoleaf hinter dem Bett. Kurze Anmerkung, ich habe euch alle Produkte mit Name und Preis in die Videobeschreibung gepackt. Weiter geht's. Und damit steigen wir auf Level 3 auf, zu den smarten Steckdosen. Die sind super zum Installieren. Einfach Verbraucher ausstecken, smarte Steckdose rein und wieder Verbraucher anstecken. Damit können wir jetzt die Stromzufuhr von dem Verbraucher an- oder ausmachen und auch zum Beispiel Zeitpläne und Automationen für den Verbraucher erstellen, wozu wir später noch kommen. Ich habe welche von Merus, die über Meta gesteuert werden. Die steuern zum Beispiel eine Glühbirne im Regal, weil der An-Aus-Schalter hinter dem Regal ist und schwierig zu erreichen ist. Und die Merus-Steckdosen sind nicht nur smart, sondern wir können sie auch manuell über den An-Aus-Knopf an der Steckdose steuern. Neben denen habe ich auch noch eine smarte Steckdose von Eve. Sie funktioniert auch über Meta, aber kostet das Doppelte. Und kleiner Tipp, ich habe die Glühbirne im Regal Lampe im Regal genannt, damit ich es besser über Siri steuern kann. Also nenne am besten deine Geräte so, wie du sie auch nennen würdest, um sie besser mit Siri zu steuern. Mit Level 4 wird es schon heißer, und zwar mit den smarten Heizungen. In unserem Fall mit den Thermostaten von Tado. Und die lohnen sich bei mir schon alleine aus einem Grund. Ich verpeile es öfter im Winter, die Heizungen runterzudrehen, wenn ich die Wohnung verlasse. Aber mit den smarten Thermostaten kann ich jetzt aus der Ferne die Heizung runterregeln oder auch coole Automationen damit erstellen. Zum Beispiel, dass die Heizkörper sich runterregeln, wenn gelüftet wird. Die Thermostate von Tado brauchen eine Bridge, was zum Beispiel die von Eve nicht bräuchten. Und fast jeder hat schon mal erlebt, dass man sich selber ausgesperrt hat. Aber mit Level 5 passiert das nicht mehr so schnell. Und zwar wegen einem smarten Türschloss. In unserem Fall das von Nuki. Damit können wir entweder die Haustüre per Home-App aufsperren oder zuschließen oder auch über die hauseigene App einstellen, dass zum Beispiel die Türe automatisch geöffnet wird, wenn man in Bluetooth-Reichweite kommt. In unserem Fall ist auch die Freisprechanlage smart, auch mit Nuki. Also nur das Aufsperren der Haupttüre und nicht die Videoanzeige oder so. Und damit es runter wird, habe ich noch das Keypad mit Zahlencode und Fingerabdruck und einen Kontaktsensor von Nuki dazu gebaut. Leider geht in der Apple Home App nur das Auf- und Zuschließen von der Tür. Das Öffnen, wenn zum Beispiel die Türe schon aufgesperrt ist, müssen wir dann über die Nuki-App machen. Die Freisprechanlage, Keypad und so weiter sind auch nicht in der Home-App drinnen. Die können wir nur über die Nuki-App steuern. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch besser integriert wird. Was mir das Aufstehen leichter macht, ist Level 6. Und zwar die smarten Rollläden von Eve. Hier wird wieder der gesamte Schalter ausgetauscht. Und nach dem Kalibrieren über die Eve-App können wir in der Apple Home-App ihn jetzt hoch und runter fahren lassen. Eine kostengünstigere Variante wäre hier zum Beispiel der Schalter von Merus. Mit Level 7 fängt das Zuhause an, smarter zu werden. Und zwar mit den Sensoren. Die Sensoren sind die Augen von unserem Smart Home, worüber wir auch richtig starke Automationen erstellen können. Hier habe ich zum Beispiel einen Bewegungssensor von Eve, der über Meta funktioniert. Mit dem habe ich eine Automation geschaffen, dass wenn Bewegung im Bad entdeckt wird, dass das Licht automatisch angeht.
Neben dem sind auch Tür- und Fenstersensoren von hauptsächlich Merus installiert. Mit den Kontakten können wir zum Beispiel schauen, ob wir vergessen haben, ein Fenster zuzumachen. Oder wir können eine Automation erstellen. Zum Beispiel, dass die Heizung runtergeregelt wird, wenn wir lüften. Also mit Sensoren kann man echt coole Automationen erstellen. Und Level 8 ist eine gute Ergänzung zu Level 7. Die Kameras. Nutze ich jetzt nicht so oft, aber in unserem Fall ist es die von Eve mit Bewegungserkennung, worüber wir dann zum Beispiel eine Alarmanlage bauen könnten. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt in diesem Video. Smart Home heißt nicht alle Geräte mit dem Handy steuern zu können, sondern eigentlich sie miteinander zu vernetzen, Automationen zu erschaffen und mehr, damit du dir Zeit sparst, dein Alltag entspannter wird oder auch deine Lebensqualität sich erhöht. Also, kauf dir nicht die Geräte und überleg dir erst dann, was du damit machen willst. Sondern überleg dir erst, was du machen willst, also welche Automation, was du smart machen willst oder sonstiges und kauf dann dementsprechend die Produkte. Aber wie du jetzt bessere Automationen machen kannst oder alles aus der Apple Home App herausholst, weil es viele unterschätzen, findest du in diesem Video heraus. Oder schau dir ein paar Tipps und Tricks der Apple Mail an. Unterschätzen auch viele. Bis dann. Ciao, ciao. Wahrscheinlich ist hier oben noch nicht das richtige Video drin. Das kommt erst am 3.12. heraus. Bis dann. Ciao.